7.44 Uhr. Jetzt geht's auf die 28. Etappe von Azua nach Petruso. Ich laufe gerade hier durch Azua nach einem kleinen Frühstück. Die Sonne scheint, blauer Himmel. Was willst du mehr? Ja, immer näher komme ich Santiago. Von hier aus sind es noch 39 Kilometer. Die Herberge hier in Azua, das war die Alberge Don Quixote. Ja, die war trotz ihrer Größe recht angenehm. Sie war sauber, hatte so durch so Trennwände angenehme Privatsphäre. Die Sanitäranlagen waren okay. Man konnte draußen schön Wäsche aufhängen. Was auch gut war, direkt nebenan war eine Bar mit Restaurant. Da konnte man schön frühstücken und gestern schön zu Mittag essen. Was hier auch besonders auffällt auf dem Camino Frances, besonders wenn man von den anderen Wegen kommt, wie zum Beispiel von dem Camino Primitivo oder von dem Camino del Norte, hier herrscht irgendwie ein anderer Umgangston. Das liegt wahrscheinlich an der Anzahl der Pilger. Auf den anderen Wegen, da hat man sich freundlich begrüßt, da hat man sich einen guten Weg gewünscht. Ja, hier ist das so eine Massenbewegung. Viele sagen gar nichts. Einige sagen Hallo oder Hola. Und einige sagen Buen Camino. Ja, was auch noch auffällt ist, man kann die Pilger schon von hinten zuordnen. Von hinten kann man schon erkennen, wo die herkommen. Die meisten, die ich hier sehe, haben einen kleinen Tagesrucksack auf. Das sind die sogenannten Pilgertouristen oder Touristenpilger. Ja, und die, die mit dem großen Rucksack unterwegs sind, sind auch meistens die, die einen relativ freundlich noch begrüßen. Ja, ist so ein kleiner Kulturschock, wenn man von den Wegen auf den Frances kommt hier. Das habe ich damals auch schon so erlebt, als ich zum ersten Mal hier unterwegs war. Kurz vor Petruso geht es hier durch einen kleinen Eukalyptuswald. Uhr, ich erreiche Petruso. Bald ist es soweit. Ich dachte gerade, die 29. Etappe von Petruso nach Santiago de Compostela. Heute war allgemeines Frühaufstehen angesagt. Bei mir in der Herberge ging es schon früh los. Das große Wettrennen nach Santiago beginnt. Ja, die Sonne geht gerade auf.
laufen hier am Flughafen vorbei. Das sind noch circa 14, 15 Kilometer bis Santiago. Das Wetter ist super. Ja, 9.55 Uhr. Ich stehe hier auf dem Monte Gozo. Im Hintergrund Santiago zu sehen. Jetzt sind es nicht mehr viele Kilometer, noch 5 Kilometer ungefähr. Da bin ich in Santiago. Kurz nach 11. Ich bin in Santiago und sitze auf dem Platz vor der Kathedrale. Ich bete ein schöner Wind. Thank you.
gracias a todos por vuestra participación en esta celebración, especialmente a los peregrinos de Cayal. Thank you.
Ja, ich bin hier in Muschia. Ja, hier weht ein ganz schön kräftiger Wind. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ja, hinter mir das Riesenmonument zu Ehren der Helfer der schweren Ölkatastrophe von 2002. Hier vor der Küste Muschias ist damals der Öltanker Prestige gesunken und riesige Mengen von Öl sind hier ausgelaufen und an die Küste geschwemmt worden. Und zu Ehren der vielen Helfer wurde da dieses Riesenmonument errichtet. Ja, ich stehe hier auf dem Monte Corpigno. Das ist der höchste Punkt hier in Muschia. Super Ausblick hier in alle Richtungen, besonders auf die Stadt. Wunderschön hier. Und das bei dem Wetter, ein Traum. Ja, ich bin jetzt hier in Porto. Heute Morgen bin ich von Muxia mit dem Bus nach Santiago gefahren. Und anschließend mit einem anderen Bus von Santiago hier nach Porto. Ja, ich habe hier eine Unterkunft in der Nähe des Flughafens. Da habe ich meinen Rucksack deponiert und bin direkt in die Metro und ab ins Zentrum gefahren. Und jetzt will ich mir ein bisschen das Zentrum angucken hier, bevor ich denn morgen Mittag von Porto aus nach Köln nach Hause fliege. Thank you.
Hier endet jetzt meine Pilgerreise. Ich bin jetzt hier am Flughafen in Porto. Von hier fliege ich gleich zurück nach Köln. Nach 5,5 Wochen. Auf dem Camino del Norte. Auf dem Camino Primitivo. Das letzte Stück auf dem Camino Frances. Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, dass so ein Andrang war. Der Camino war nicht nur auf dem Frances, sondern auch auf den anderen beiden Caminos sehr stark besucht. Die Herbergen waren oft voll. Wir haben einige Male reservieren müssen, was ich nur jetzt gar nicht gewohnt war. Auf meiner ersten Tour, da habe ich nicht ein einziges Mal reserviert. Ansonsten muss ich sagen, eine sehr schöne Tour. Im Großen und Ganzen hatten wir Glück mit dem Wetter. Einen Regentag, wo wir mal richtig nass geworden sind. Ansonsten bei nur einem Regentag und ein bisschen Fieselregen kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja, die Herbergen, die waren im Großen und Ganzen ganz schön. Einige haben natürlich hervorgestochen, besonders die in Pendueles bei der Anna, eine private Herberge. Ganz klar eine meiner Favoriten. Dann natürlich die Kultherberge von David in Budenaya. Auch sehr schön, sehr tolle Atmosphäre. Ja, von den Preisen. Die privaten Herbergen so um die 15 Euro, 12 Euro, 15 Euro. Die öffentlichen Herbergen günstiger. Ein paar waren mit Donativo, also auf Spendenbasis. Ja, an einigen Orten, da habe ich mir auch ein Zimmer in der Pension genommen. Einfach mal, um für mich zu sein, Privatsphäre zu haben, ein bisschen ausruhen zu können, ausschlafen zu können, Ruhe zu haben. Ab und zu muss man das mal haben. Ja, dann hatte ich ja auch ein paar Pausentage. Ja, mein erster Pausentag, der war in Oviedo. Da habe ich 2 Nächte übernachtet und mir die Stadt ein bisschen angeguckt, bevor ich dann auf den Camino Primitivo gestartet bin. Konnte ich mich ein bisschen erholen vom Camino del Norte. Ja, dann ging es auf den Primitivo. Und dann war natürlich die harte Etappe über die Hospitalis-Route. Und da hatte ich einen zusätzlichen Ausruhtag in Berdusedo. Und den habe ich auch dringend benötigt. Irgendwie habe ich mir da auch eine kleine Erkältung oder irgendwas gefangen. Das kam noch dazu und ich war einfach platt und musste da ein bisschen mich erholen. Ja, das war der zweite Ausruhtag. Und dann in Lugo. In Lugo habe ich dann auch einen Ausruhtag gehabt, einfach um die Stadt Lugo mir anzugucken. Ist eine sehr schöne Stadt. Und dann war ich in Santiago. Und in Santiago, da habe ich sogar 2 Ausruhtage gehabt. Einfach, da hatte ich eine schöne Unterkunft und habe einfach die Stadt genossen, die Atmosphäre. Bin rumgelaufen, habe andere Pilger getroffen, die ich unterwegs kennengelernt habe. Das war sehr schön. Ja, von Santiago aus bin ich mit dem Bus dann nach Moschia gefahren. Und in Moschia, da habe ich dann auch 2 Nächte übernachtet. Da ist eine schöne Herberge, Moschia Mare, beim Pepe. Die hat eine schöne Herberge, auch ein Privatzimmer dabei. Gar nicht so teuer. Da habe ich mir das Privatzimmer genommen mit Badezimmer für 25 Euro am Tag. Und das war natürlich sehr angenehm. Da konnte ich dann meine Tour so schön gemütlich ausklingen lassen. Habe dann die letzten paar Tage dann in Moschia verbracht. Ja, von da aus bin ich dann mit dem Bus früh morgens wieder zurückgefahren nach Santiago. Und etwas später dann mit dem anderen Bus von Santiago weiter nach Porto.
Tja, und da bin ich jetzt hier. Hier habe ich übernachtet in einem Hostel hier in der Nähe vom Flughafen. Ja, das war nicht so toll. Das war ein 6-Bettzimmer. Und bis spät am Abend kam einer nach dem anderen dazu, bis wir nachher voll belegt waren mit 6 Mann im Zimmer. Und mit viel Schlafen war da nicht. Dann sind natürlich die meisten auch noch früh raus, weil sie früh zum Flughafen mussten. Ich konnte zum Glück ein bisschen länger liegen bleiben, weil mein Flieger erst gegen Mittag fliegt. Aber es war nicht angenehm. Aber egal. Ja, und jetzt sitze ich hier am Flughafen und warte darauf, dass ich einchecken kann hier. Ja, das war meine Reise 2023 auf dem Camino. Ja, es war wieder mal eine schöne Tour. Ich habe viel gesehen, viel erlebt, viele nette Leute kennengelernt. Viele Grüße hier auf dem Weg an alle, die ich unterwegs kennengelernt habe. Ja, das war meine Reise. Macht's gut. Buen Camino.